Was ist ein Skimmer? Ein Skimmer ist einfach ein seitlicher Abfluss vom Wasser aus dem Pool in Richtung der Filtrationsanlage. Größere Verunreinigungen, die auf der Wasseroberfläche schwimmen, zum Beispiel Blätter, bleiben im Skimmerkorb, der sich im Skimmer befindet. Damit das Wasser ungehindert fließen kann, sollte der Skimmer regelmäßig gereinigt werden. Skimmer können aus verschiedenen Materialien hergestellt werden und unterschiedliche Maße haben. Wozu dient der Korb im Skimmer? Im Skimmerkorb sammeln sich größere Verunreinigungen aus dem Wasser. Er dient auch zur Poolchemiedosierung, unter anderem von Chlortabletten. Denke daran, den Skimmerkorb immer sauber zu halten. Am besten mindestens einmal die Woche prüfen und bei Bedarf reinigen. Wo soll der Skimmer montiert werden? Unsere Fachleute montieren den Skimmer immer an der kürzeren Seite eines Pools. Somit ist gewährleistet, dass sich das Wasser der Länge nach im Pool bewegt, was optimal ist für kleinere private Pools. Wir montieren den Skimmer so hoch, dass der Wasserspiegel im Becken der höchstmögliche ist. Es besteht die Möglichkeit, den Wasserspiegelstand im Bereich der Skimmeröffnung einzustellen. Ist es möglich, das gesamte Wasser aus dem Pool nur mit dem Skimmer und der Filterpumpe auszupumpen? Es ist möglich, indem der Schlauch des Handbodensaugers an die Skimmerbüchse angeschlossen wird. Die Filtereinstellung sollte auf Entleeren oder Rückspülen gestellt werden. Achte immer darauf, dass du die Aktion nicht unterbrichst. Denn wenn Luft in die mit dem Skimmer verbundene Leitung gelangt, kann der Prozess nicht mehr fortgesetzt werden.